Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu unserem LS Let's Play und Jesse macht die Ansage. Hallo. Ja. Jetzt fahr, gib Gas. Ja, Jimmer. Gott, ist der Traktor lauter. Schön, was gar nicht. Und heute mal kein Gras, sondern Mais. Und Jesse wird das Ganze kommentieren. Durchgängig. Ich sag fast nicht mehr. Dann ist mal leise die ganze Zeit. Mein Gott, wie du fährst, ey. Rechts. Ich weiß. Ich weiß auch, dass ich echt perfekt fahre. Komm mal ein bisschen weiter rechts. Ja, jetzt chill. Du willst doch nur überholen, ne? Ich wusste es. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, lass es. Lass es besser. Na gut, ich lasse es lieber. Sagen wir es so. Es war seine Idee. So. Das ist jetzt ein Cookie. Was war meine Idee? Du kommst da gar nicht nach, kann das sein? Ich dachte gerade, du bist schon wieder gegen den Zaun gefahren. Das ist mir noch nie passiert. So wie eben. Ich dachte, der Stein hat keine Kollision. Ja. Hängt auf dem Stein drauf und der Hänger liegt auf dem Buckel. Das sagst du doch im ADAC auch, wenn er dich absteppt, gell? Ich dachte, der Baum hat keine Kollision. Den hab ich gebracht, den musst du jetzt nicht hier als... Naja, natürlich. Ein natürlich. Witz verkaufen. Ja. Das ist so ein Witz, glaube ich. Hui, ich hab gedacht, das Schild, der hat keine Kollision. Eine Schneise der Verwüstung hinter Julia. Du, das könnte ich mit dem Häcksler echt machen. Den ganzen Straßenpfosten unterfahren. Oh, ich habe auch einen mitgenommen. Ja, ich wette, du hast 15 mitgenommen. Und jetzt links und rechts und links und rechts und links und rechts. Na, wo hängt's? Daran hängt's! Warte, den Pfosten will ich auch fahren. Was? Ja, ich habe ihn erwischt. Leute, guckt euch an hier, das ist Julian Live, das ist. Wuhu! Volle Pulle! Putti Putti! Ich dachte, der Kreis hat keine Kollision. Nee, der ist einfach extrem scheiße schmal. Da vorne steht was. Da vorne steht mein Baby. Hab ich schon dahin gefahren. Mach die rundum nicht noch aus auf dem Feld. Ja. Stelle ich den Helfer ein. Ich komm nach. So, und jetzt dürft ihr bei mir gerade nochmal die gleiche Strecke sehen. Ich glaube, diese Folge wird irgendwie lustiger als die davor. Nein, ich wegen dem Mais. Ja, nein. Wir sind besser drauf, eindeutig. Wir hatten nämlich gerade eben wieder ungefähr 15 Anläufe, bis ich auf den Server kam. Gell? Call of Duty und Ballerspiele machen aggressiv und verleiten zu Amokläufen. Landwirtschaftssimulator ja, ja. Nicht, das ist total harmlos. So. Der Häcksler wackelt irgendwie so ein bisschen, das ist festlich. Ja, das kann sein. Guck mir einfach nicht hin. Was hat denn der für eine Lenkgummi? Lenkgummi. Nein. Welcher? Der 936. Ja, die ist genial. Nee, irgendwie nicht. Die ist total ungewohnt für mich. Ups. Fahr ich jetzt nur so ein Rennfahrermäßig. Übrigens danke, dass du hier auf dem Server die Autos ausgestellt hast. Gerne gemacht. Ich hasse die Autos in LS. Die fahren nämlich immer so schnell und dann überholen die und so. Und das stört mich total. Und wie viel hast du? 40. 40? Mhm.
Okay, ich muss jetzt gleich bei mir wieder machen, dass ich die Hatz ausgeblendet habe. Das hab ich schon wieder vergessen. Oh Mann. 25 FPS. Ich hab 30. Mhm. Oh, 50. Wenn ich auf den Boden gucke. So. So. Ernsthaft? Was ernsthaft? Ich schaff's nicht die Straße hoch. Im vierten Gang. Meinst du mich? Nein, der Fendt. Nein, ist der Hänger zu weit weg. Oh, scheiße. Und man Frage, was ist denn für ein vierter Gang? Das ist ein Wario. Wario hat gar keine Gänge, das ist ein stufenloses Getriebe, Mensch. 39 ist kein Wario. Oh doch, und wetten wir? Guck mal rechts, du hast da doch einen Joystick, oder? Nein. Das stimmt. Das ist ein Ganghebel, gell? Nee, ja. Selbst der Ganghebel vom 926 vom alten. Selbst der ist Wario. Das war der erste Wario, den ich gab. Da liegt gerade Bull bei mir im Schlepper. Ah, okay. Wo bist du? Hier und weißt du was? Hm? Ich sehe das Output beim Hexler und das sieht irgendwie voll geil aus. Ah ja, da habe ich die Textur geändert. Gell, das sieht schon gut aus. Das war ich. Nein, nein, bei dem Hexler doch nicht. Das, was da rauskommt. Doch, da habe ich die Textur geändert. Ne, beim Hexler oben aus dem Rohr kommt ja was raus, gell? Ja. Ja, davon das Partikelsystem. Julian. Mach gleich U, Spieler. Dann steht da so Kicken und Bannen, gell? Ja, mein Gott. Fahr nochmal neu hin, du. So. Klaut ihm jetzt Rohr, ich glaub's nicht. Das hört sich falsch an. Ja, das hört sich echt falsch an. Oh Mann, weißt du, was ich am Maishexen ganz toll finde? Da geht was. Was? Und ich bin dafür, wir fahren mit zwei Häckslern. Nee, ich glaube, das ist nicht nötig. Doch. Und zwar so, dass die, hast du die Helfer-Tools drin? Weil dann fährt immer einer, so, zwischendrin. Weißt du, wie ich meine? Dann ist doppelt so schnell voll und der andere muss sich dumm und dämlich warten. Ich würde sagen, das machen wir bei der nächsten Folge rein. Ja, bei der nächsten Folge hexen wir so und dann hexen wir auch an einem anderen Acker, oder? Ja. Ich hab gleich voll. Ja, ich bin hinter dir, also keine Panik. Alter, der ballert das aber nicht rein, du. Naja, der geht das gefällt mir. Übrigens, wir haben einen neuen Anhänger runtergeladen, den seht ihr da hinten bei Jesse. Oh mein Gott. Wir hatten hier die Plane entworfen von dem Häcksler. Von dem Anhänger. Die hängt ja vorne. Ich weiß, die ist richtig hässlich. Nein, die Textur finde ich eigentlich geil, aber die Plane ist schlecht gemacht, finde ich. Die hängt da vorne raus. Dann Arsch halt nicht hinter gucken. Ich gucke aber die ganze Zeit hinter zum Häcksler. Ich will jetzt mal bitten, hinten die komplett verkackte Scheibe aufgeben. Mein Gott. Hallo. Jesse, ich krieg hinten die Scheibe nicht auf. Du musst die Herz anmachen. Hab ich. Und dann. Ich hab die Herz an. Keine Ahnung. Ja. Ich hab einen Plan, ich halt an. Jetzt. Wie voll bist du? 51. Guck. Was? Ich bin jetzt an der WGA. Warum? Vielleicht mit einem eigentlich. Mhm. Und ich hab dir gesagt, der Jaguar 69, der ist top. Da brauchst du keinen 99, der zwei Reihen mehr hat. 99. Ja, der Jaguar 90, mit dem haben wir schon ein paar Leute getrollt. Das fand ich lustig.
Ne, das fand ich echt lustig. Das hat mir Spaß gemacht. Gibt's denn wirklich? Nee, es gibt gar kein 99. Ihr seid ja Arsch. Arsch. Ja, ich hab's jetzt so zensiert, wie es LS zensieren würde. Weißt du was? Wir machen jetzt, du schreibst mal eine Beleidigung in den Chat und dann sehen die Leute bei dir, wie du es geschrieben hast und bei mir, wie es bei mir ankommt, okay? Und dann danach mal andersrum. Hast du schon geschrieben? Jetzt kommt von mir. Oh, ist ein ganz harter. Ja. Ja, ich will nicht. Oh, ich hab schon voll. Was? In den Anhänger geht ja aber auch gar nichts rein, der 22,5 Kubik da. Weißt du was, ich fahr jetzt, ich leere den jetzt ab und dann fahre ich wieder mit dem MB und mit dem Großen. Oh, nein! Nein! Was, nein? Nein. Der 39 ist weg. Wie das? Alter! Ich bin eingestiegen und der ist weggeflogen. Ja. Ein bisschen zu leicht, wie gesagt, 23 Kilo mit 16 Jahren, das ist nicht gut. Hä? Hey, warte, bist du überhaupt schon 16? Das hast du mir doch neulich gesagt, du hast neulich deine Bestätigung für die weiterführende Schule erst bekommen. Nein, Doch, du gehst doch jetzt auf die Hauptschule dann, oder? Missbildet. Also die Hauptschule. Die Engine von dem Spiel ist einfach nur der Hammer. Mhm. Ich bin ja gerade mit dem 39 3 Kilometer über der Luft gewesen. Jetzt liege ich hier auf dem Ding. Ich würde sagen, ja, das kann der Julian machen. Was kann ich machen? Nix. Verdammt. Das war alles der Julian. Das war ich nicht. Okay, gut. Ich steig mal in den 39 ein. Ich? Ja. Sofort. Guck's dir mal an, was du gemacht hast. Ach so, nee, dann machst du wieder ein Bild, gell, für Facebook. Nein, ich bin gar nicht mehr da. Den kenne ich. Ich bin schon auf dem Weg. Check doch mal an jetzt. Nee. Guck doch auf der Karte, ich komm dir gerade entgegen. Ja, dann gib dir mal Stoff da. Was? Wo hängt der? Was? Will er mich jetzt eigentlich verarschen? Ich dachte, der Zaun hat keine Colli. Nee. Ja. Ich weiß schon, dass der Zaun Colli hatte, aber ich bin doch perfekt dran vorbeigefahren. Alter, ich hätte jetzt so gern so ein Lenkrad, ey. Ich hätte so gern mal eine geile Engine. Oh ja. Nein, Spaß, die Giants Engine ist natürlich die genialste Engine, die je entworfen wurde. Giants schuldet mir jetzt eine Menge Geld dafür, dass ich das gesagt habe. Das ist nämlich komplett gegen meine Einstellung. Nee, ich hätte gerne mal die Engine von Spin Tyrus. GTA 5. Ich hätte hier gerne die Engine von Spin Tyrus drin. GTA 5. Ja, die GTA 5 Engine ist jetzt auch nicht so schlecht. Die ist richtig geil. Ja. Weißt du, was an dem 936 hier unrealistisch gemacht ist? Was? Ich fahr, wenn ich 50 habe, habe ich gut 2000 Umdrehungen. 2300. Normalerweise hat die Fendt 900-Reihe bei 50 km/h nur 1600 Umdrehungen. Auf was du alles achtest, meine Fresse. Ist doch so, das macht Spritverbrauch aus. Ja und? Uiuiui. Jetzt hat gerade der Lenker verzögert. Immer ist der andere zu. Naja, technische Probleme. Ich fahre perfekt. Das sind technische Probleme. Jetzt geht er mal in den 39. Der steht doch hier. Nee, der andere. Der liegt auf dem Kopf, ist weggeflogen. Okay. Weggepackt ist der. Kannst du dir auf meinem Channel angucken. Das mache ich auch. Boah, was ist das für ein Helfer? Ich mag den nicht.
fährt ihm ja voll rein. Oh Gott, was ist denn das für ein Anhänger? Ist der doppelt so schnell voll wie leer? What the fuck? Was? Wie hast du den so umgedreht? Ich bin eingestiegen und sehr weggeflogen. Guck's auf meinem Channel am besten an. Nee, das gucke ich mir nicht an. Diese Quälerei tue ich mir jetzt nicht an. Arme Traktor. Also wieso geht das Hinterfenster nicht auf? Das will nicht. Und nee, du musst dafür anhalten, weil sonst verwackelt irgendwie der Punkt. Und das ist nicht ganz so geil. Ah, ich hab's gerade gehabt, scheiße. Geh auf! Ja, ich hab's offen. Was machst du da? Ich hab doch gesagt, ich fahr jetzt mit dem MB und dem großen Hänger. Oh Mann, ey, der guckt sich an, der kann einfach nicht fahren. Was denn? Du hast den Kreisel umgefahren. Nee, ich geb jetzt hier volle Pulle. Ich bin schon gleich wieder voll, gell? Ja, wie gesagt, 23 Kilo verträgt kein Alkohol. Oh je. Oh nein. Was ist der Hilfe schuld, nicht ich? Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon? Wir sind jetzt bei 17 Minuten 40. Also meine Audiospur. Die schneide ich nachher ab, das heißt 10 Sekunden oder so kann ich schon wegkacken. Je nachdem. Wir haben mal wieder kein Gesprächsthema, ist dir das schon aufgefallen? Mhm, ist auch schon aufgefallen. Oh, okay. Reden wir über Barbie-Puppen. Hattest du früher eine? Ich habe jetzt auch bewusst weggelassen. Du kannst auch mit mir reden. Ja. Aber mir war langweilig und ich bin voll. Frauen am Steuer. Oh. Überhaupt kein Gefühl für die Maschine. Ja. Ja, komm, wer von uns beiden hat den 39 so auf den Kopf gelegt, dass er nicht mehr aufsteht? Guckst du mein Video an? Muss ich. Irgendwie habe ich Angst vor dem Video. Ich würde sagen, wir häckseln jetzt nach der Folge noch eine und danach trashen wir. Oh ja, das könnten wir machen. Oder wir, ich will mal Gülle fahren. Fangen einfach in. Was? Ich will Gülle fahren, aber wir könnten vielleicht auf einer anderen Map spielen, weil die Map hier ist irgendwie, ich weiß nicht, sie macht schon Spaß und so, die Felder sind geil, aber Details fehlen mir irgendwie. Welche? Meinst du, welche andere Map wir spielen könnten oder was, ja, für Details? Welche andere Map? Weiß ich nicht. Ammergauer Alpen wäre geil. Restesberg hat keine BGR. Ja, Ammergauer Alpen hat eine sehr geile BGR. Ansonsten Drehensteinfurt V3. Mit Forst Edition. Oh, der Riesenfelder. Die gibt es ja jetzt mit Forst Edition. Die könnten wir eigentlich. Könnten wir eigentlich machen. Die könnten wir eigentlich spielen mit ein bisschen Forstmod. Da darf jetzt mal unsere Community abstimmen, ob wir da vielleicht drauf gehen. Alter, du kannst sowas doch nicht fahren. Das war mit Absicht. Ja, okay.
Also nein, die Community würde ich sagen, darf jetzt mal entscheiden, ob wir danach auf die Drehensteinfurt gehen, auf die Riesensberg oder auf die Ammergauer Alpen. Und das Let's Play kommt erst in wann? 2 Wochen? Okay, bei 3 Minuten. Du also ja. Du brauchst ja so, nee, wie lang zum Rennen, dann sagen wir in 2 Monaten. Dann ist er mal gepackt, das ist endlich hochzuladen. Ja, ich habe ja, wie gesagt, meine Leitung ist nicht aus Glasfaser, sondern aus Bambus. Das dauert halt seine Zeit, bis das Internet passt. Da kann ich nichts dafür. Ja, komm jetzt. Also, bis auf den Kreisverkehr finde ich hier die Straßen eigentlich auch sehr okay bei der Rennkühlung. Aber der Kreisverkehr, der ist echt unmenschlich, finde ich. Mag die BGA. Boah, die BGA könnte man übernehmen, wenn ich vielleicht irgendwann mal wieder als Mapbauer tätig werde. Obwohl die jetzt von der Drehensteinfurt V3, die gefällt mir auch sehr gut. Wie ist die? Die ist geil. Die ist geil, das kann ich dir sagen. Ist geil. Ist geil. Das kann nur Tobi, ist das geil. Ja, ist geil. Ist geil. Ist geil. Ich kann das gar nicht so wie dir. Jo. Richtiger Pro-Gamer. Mhm. Ah, die haben auch richtig geile Hardware. Ha! Ja, die haben so ein NASA-PC oder so. Mit so 10 Titan-Grafikkarten. Titan. Du meinst die Titan? Titan. Wie voll bist du? Ich weiß nicht, erst ein Bier. Spaß. Jetzt habe ich alkoholisiert hier fahren. Ich habe jetzt 10 Tonnen geladen, sind 19%. Und nein, es sind keine Tonnen, sondern jetzt sind es 11,5 Kubik, 12 Kubik, 21%. Wo bist du? Im Kreise. Schon. Mhm. Du bist mir zu schnell. Wie viel geht eigentlich in einen von den 2er-Achser-Hängern, die du vorhin hattest? Okay, aber nachher, wenn wir bei den Feldern vielleicht... 25. Wenn wir vielleicht mal bei den Feldern sind, die nah an der BGA sind, könnte man schon mit 2 Häckslern häckseln, finde ich. Ja. Weil da muss was laufen, ne? Also 25 Kubik insgesamt oder in jeden? 25 in jeden. Nicht schlecht, dann fahr doch wieder mit denen. Die liegen auf dem Dach. Ja, und? Verkaufst du den Koch neu? Oder setzt sie zurück? Nicht ja, zum Scheißen. Ja, okay, doch irgendwie schon. Setz sie zurück. Ich befehle es dir. Ich bin dein Chef, aber ist auch egal. Nein. No. Warte, ich erkläre dir das. Wie heißt dein YouTube-Channel? Wie heißt mein YouTube-Channel? Ich komme auf den Namen. Nee. Ist wirklich so, du hast... Ich war LS Ultimate. LS Ultimate, ja. Ah. Ich hab Gaming Ultimate. Ja, aber jetzt komm doch erstmal auf das Ultimate, ne? Ja, trotzdem. Trotzdem, weißt du, ich heiß Gaming Ultimate. Du heißt Gaming Ultimate. Jesse, merkst du was? Da steckt praktisch drin, als du in meiner Firma arbeitest. Gaming Ultimate ja, GmbH. Ernsthaft, Jesse? Ja, sorry. Ich fahre jetzt Hexe. Mach das. Nutz mal die volle Breite hier. Was wird mein Thumbnail? Thumbnail? Ja, Thumbnail. Dein Thumbnail muss aber, glaube ich, von der Pixelgröße her in 4K sein, gell?
Nein, es darf nur 2 Megabyte kosten. Ja, aber es muss 4K sein von der Auflösung her. Ja und? Nein, doch, doch 4K. Sogar Photoshop Skills. Sorry. Du bist hier in LS ziemlich schwer, würde ich sagen. Fettsack. 23 Kilo. Ich würde ja sagen, 20 Meter im Boden noch verankert. Ich habe jetzt schon 40 Kubik. Unverantwortlich, was ich mit den Hängern mache. Aber der lädt schon wieder lieber in deinen als in meinen, obwohl ich näher bin. Ich bin nicht mal da drin. Ja, trotzdem, ich bin ja so knapp vorbeigefahren, gell? Ja. Oh Gott, hier. Dieser Helfer, der will mich einfach mobben. Das sag ich dir. Zieh's ein, keiner mag dich. Doch. Doch. Eine Menge Leute werden mich vermissen. Wann? Nächstes Jahr. Ach, stimmt. Alter, du tust mir echt leid. Nö, also eigentlich ist das ganz nett. Eigentlich tust du mir auch nicht leid. Echt jetzt? Ich will aber Mitleid. Komm mal her, ich hab jetzt 95, 96% habe ich schon. 97. 98. 99. Boah, das war so klar, dass du nicht rechtzeitig da bist. Du bist einfach unmöglich, Jesse. So, ich gehe jetzt Panzer fahren. Dafür habe ich ein ETA schon Panzer und du nicht, du Noob. Ich bin auch erst Level 19. Du Noob. Hast du dir da mal ich Geld Level gekauft? 89. Nein. Dann sag mir mal... Ich habe dir eine Mission so... 200 Mal gespielt. Welche? Stress auf dem Dach. Ich würde gerade sagen, Stress auf dem Dach, oder? Ja. Die, da muss man doch Level 75 sein, damit man die hosten kann, oder? Nee, man kann die schon immer hosten. Echt jetzt? Auf der PS3 schon, ich weiß nicht, ob es auf der Xbox auch so ist. Nee, bei der Xbox normalerweise schon. Nicht hosten. Also, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Ich kann mal nachgucken im Rockstar Social Club, dass ich sie mir markiere. Weil während ich nachher rendern lasse, gehe ich wahrscheinlich GTA zocken. Hauptsache nicht an die frische Luft, gell? Was ein schönes Wetter. Holland zu, Tür zu, PS3, ja. Oh, das Wetter ist echt traumhaft. Ne, Spaß bei uns. Aber uns regnet es gerade. Bei uns ist es richtig schwül. Also, wie gesagt, heute Morgen konnten wir noch nicht dreschen. Wir haben es probiert, haben ca. 4 Tonnen Weizen schon ab. Oh. Und die haben eine Feuchtigkeit von 17 gehabt. Nicht gut. Nicht gut. Na, weißt du, was ich geil finde? Mhm. Ja, du kennst bestimmt kleinere Landwirte oder kleinere Betriebe, gell? Die haben kleinere Maschinen. Bei denen hat der Anhänger ein Leergewicht von einer Tonne oder anderthalb. Komm ich zu einem Dreierachser, 6 Tonnen Leergewicht, 4 Tonnen geladen. 4 Tonnen laden können die maximal. Ja, klein. Finde ich immer voll süß. Und 4 Tonnen, das ist bei dem gar nichts. Da geht nochmal ordentlich was drauf. Also 20 Tonnen kann der schon laden. Und was habt ihr so für Anhänger? Ja, gar nichts. Ja. Wir haben kaum Landwirtschaft hier. Ich hab schon gedacht, wenn ihr Landwirtschaft hättet, würdet ihr wahrscheinlich LKW fahren, oder? Wieso das? Damit was geht. Wieso denn LKW? Bist du dumm? Weil die schneller sind beim Silieren. Neu in der Mühle. Das ist langweilig. Also wir haben ja auch einen Landwirt, der kommt immer mit dem LKW zur Mühle. Aha. Ding mit dem, der hat eine, auch so ein Auflieger-Dingens, der hat zwei LKW-Auflieger, gell?
Ja. Und dann hat er noch diesen, wie heißt es, diesen kleinen Ding, den man an Traktor anhängt, damit man LKW-Anhänger anhängen kann, gell? Weißt du, ich, ja, weiß, was ich meine. Mir fällt der Name gerade nicht ein, ich bin zu blöd, zu voll zum Gucken. Ich weiß schon, wo ich, ja, während der Ablenk gucke ich jetzt einfach schnell. Alter, dieser Helfer, ey. Das heißt... Nee, Sieger-Duo heißt es, ja, das ist aber nicht. Es gibt Gas, dass du herkommst, ich bin gleich wieder voll. Ja. Okay, wir müssen die Folge eh gleich mal beenden, wir sind schon bei einer halben Stunde. Nee. Doch. Ich sehe schon, kommen wir jetzt 10 Stunden rennen. Oh ja. Nee, also, ich würde sagen, ich fahre jetzt noch hinter und dann beenden wir die Folge, oder? Ja. Ja, machen wir so. Auf jeden Fall, der hat dann halt immer einen, wie ein Überladewagen praktisch, ist ein Traktor immer fest am Feld, beim Drescher, fährt da drunter, aber der lässt sich immer vom Lohnunternehmen dreschen, dem großen Drescher, in den Lexion 57. Mhm. So, und dann hängt er den Auflieger, hängt er dann am Straßenrand ab, da kommt dann der LKW, gibt ihm wieder einen leeren Anhänger und der LKW fährt dann in die Mühle. Ja. Ah, der fährt auch relativ weit in die Mühle. 14 Kilometer. Und beim Traktor merkst du da halt schon, was 14 Kilometer sind. Macht aber auch Spaß. Ja, macht schon Spaß, aber... Du musst ja auch gucken, dass das geht, oder? Egal. Sonst musst du immer noch zwei weitere leere Anhänger am Feld stehen haben. Und wenn das Feld dann zu klein ist für zwei Anhänger, dann musst du irgendwie gucken, dass die Anhänger am nächsten Acker kommen. Ja. Wir könnten auf der Map vom Titanium Add-on mal spielen. Mit dem Überladewagen und mit den großen Dreschern. Das kann man auch woanders, das kann man hier auch. Aber hier sind die Felder nicht so riesengroß. Aber auf der Drehensteinfurt schon. Also, Leute, überlegt euch. Ich bin dafür, wir spielen auf der Drehensteinfurt. Ich mache jetzt einfach die Community-Abstimmung. Mach mal. Ich will eh keine abstimmen. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Herausforderungen angenommen. Keiner guckt bis hierhin. Wir werden ja schon krank. Oder sie hatten einfach keine Hobbys. Nee, uns beiden voll Spaß. Wir haben die tollste Community, die es gibt. Die schaut unsere Videos nämlich wenigstens 10 Sekunden an, dass es YouTube als Klick wertet. 10 Sekunden. Ja, egal, also beenden wir jetzt hier an dieser Stelle mal die Aufnahme, oder? Ich komme mal kurz. Nein. Doch, ich komme jetzt hier hinter ins Silo. 20 Sekunden noch. Warum steht hier ein Kramer beim Händler? Also Kramer Traktor. Keine Ahnung. Oh je. Ich liebe diesen Sound. Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge auf die Drehensteinfurt. Mit Forst, oder? Ja, wäre ich auch dafür. Und dann spielen wir mal auch ein bisschen Forst. Aber die schöne BGA. Das schöne Mais und das ganze Gras, das du gemäht hast. Ja, muss auch überlegen, weißt du, wenn du so viel Gras mähst. 3 Stunden mähen bedeutet beim Silieren auch mindestens 2 Stunden. 2 Stunden silieren, ja, da kannst du 8 Folgen mitfüllen. Ja. 500 Tonnen Mais. Wie viel hast du drüben im Silo? Ich habe hier 78.000 Liter. 500. Schon. Hm. Nicht schlecht. Geht was bei uns. Also, das kriegen wir in der Drehensteinfurt auch hin, oder? Komm mal her. Ja. Ja. Guten Tag. Ciao Leute, danke fürs Einschalten und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann sagt uns doch einfach mal Bescheid. Tschüss.